Ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr mit Hilfe von Numbers auf dem iPad eine Tabelle in ein Diagramm verwandeln könnt. Ihr seid in der App Numbers und erstellt ein neues Tabellenblatt. Als Vorlage habt ihr eure Messungen aus dem Waldprojekt. Es geht um diese Tabelle. Unsere Zuordnung ist die Entfernung von der ersten Messung, 0 Meter, 50 Meter, 100 Meter, 150 Meter, und dazu die verschiedenen Größen, die das Waldklima beschreiben, zum Beispiel die Lufttemperatur. Ich übertrage jetzt mal diese Tabelle in meine Numbers App. Hier schreibe ich Entfernung hin und hier Lufttemperatur. Ich habe jetzt hier in meinem Beispiel vier Messungen bei 0 Meter, bei 50 Meter, bei 100 Metern und bei 150 Meter. Und ich möchte jetzt gerne ein Diagramm erzeugen für die Lufttemperatur. Die war auf der Lichtung 24 Grad, etwas weiter im Wald in der Nähe des ersten Wegs 17 Grad und dann ist es relativ schnell kühler geworden, tiefer im Wald 11 Grad und dann sogar 8 Grad. Okay, ich habe also meine Messung hier erfasst. Und ich markiere jetzt diese Tabelle. Unter Zellenaktionen klicke ich auf Neues Diagramm erstellen. Und jetzt wähle ich das Diagramm aus, bei dem solche Kreuzchen hier aufgetragen werden. Und jetzt habe ich hier die Lufttemperatur, 24 Grad. Hier. Und auf der Hochachse und auf der liegenden Achse oder Rechtsachse habe ich die Entfernung vom ersten Punkt. So, jetzt kann man das Diagramm noch schöner machen. Man kann hier verschiedene Sachen bearbeiten. War jetzt nicht das, was ich wollte. Sondern, hier genau. Man kann jetzt auf diesen Pinsel klicken, wenn das Diagramm ausgewählt ist. Und dann kann man hier also nochmal verschiedene Sachen bearbeiten. Man kann zum Beispiel Verbindungslinien hinzufügen. Man kann die Beschriftung verändern und die Größe und die Farbe. Man kann einen Titel dazu machen und kann dann ein richtig schönes Diagramm haben. Am Ende muss man das Diagramm nochmal exportieren, damit man es auch ausdrucken kann. Am besten als PDF. Und dann schickt man es sich per AirDrop oder per Mail oder speichert es in Dateien ab. So erstellt man ein Diagramm. Als nächstes würde ich jetzt die Entfernung wieder nehmen. Mache ich mir ein neues Diagramm. Und jetzt nehme ich die, sagen wir mal, die Luftfeuchtigkeit. Trage die Werte ein.
Das ist die falsche Zelle. Und dann kann ich das genauso machen. Ich wähle aus. Ich nehme ein neues Diagramm. Ich wähle den 2D-Plot. Und jetzt habe ich ein Diagramm für die Luftfeuchtigkeit. Ich kann zum Beispiel mal die Farbe verändern. Ich mache mir wieder eine Linie dazu. Und habe jetzt mein zweites Diagramm.